Werden meine Kunden die offenen Rechnungen bezahlen oder nicht? Jedes Unternehmen kennt diese Frage. Die Antwort ist schwierig, erst recht bei internationalen Geschäften. Der Verkauf sagt, na klar. Die Buchhalterin hofft. So geht es Klaus. Er ist Inhaber der Klaus GmbH mit Sitz in Wien und produziert Getränkeflaschen. Er verhandelt mit Clara, der Chefin des Budapester Unternehmens Clara GmbH. Sie will ein neues Lifestyle-Getränk auf den Markt bringen. Klaus soll passende Flaschen liefern. Klaus versichert immer alle Kundenforderungen gegen Zahlungsausfall bei Prisma. Er schätzt, dass beim Geschäft mit Clara bis zu 100.000 Euro offen sein könnten und beantragt ein entsprechendes Kreditlimit via PrismaNet. Sofort beginnt Prisma mit den Recherchen. Als Mitglied des weltgrößten Kreditversicherers Euler Hermes arbeitet die Bonitätsprüfung von Prisma unter dem Motto Credit is local. Deshalb werden bei der Partnergesellschaft in Ungarn Informationen über die Clara GmbH eingeholt. Auskünfte, Bilanzen, Branchentrends und Medienberichte werden immer im Land des Käufers gesammelt und tagaktuell bewertet. Ein wichtiger Mosaikstein in der Beurteilung ist auch das persönliche Gespräch mit dem Käufer. Aber der Hammer in der Prüfung ist das internationale Frühwarnsystem. Jeder versicherte Lieferant, egal in welchem Land er seinen Sitz hat, muss dem Versicherer melden, falls er mit der Clara GmbH schlechte Zahlungserfahrungen macht. Diese Informationen fließen in die Kreditbeurteilung mit ein. Die Mühlen des Frühwarnsystems mahlen. Im Idealfall entscheidet Prisma 100.000 Euro Vollannahme. Oder Prisma deckt nur einen Teil, zum Beispiel 50.000 Euro. Dann muss Klaus aufpassen, dass ihm Clara niemals mehr als 50.000 Euro schuldet. Was aber, wenn Prisma den Antrag ablehnt? Das ist zwar bitter, aber immer noch besser als ein Zahlungsausfall. Dann sollte Klaus auf den Auftrag verzichten und Clara müsste sich einen anderen Lieferanten suchen. In unserem Fall trifft das aber nicht zu. Die Clara GmbH steht bestens da. 100.000 Euro Deckung sind zugesagt. Das Geschäft kann starten. Klaus schätzt den fachlichen Rat von Prisma. Die Kosten kann er ganz einfach kalkulieren. Eine größere Kundenpleite könnte aber seine eigene Firma ruinieren. Wie gut, dass man diese Sicherheit bei Prisma zukaufen kann.